Herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Crooked Teeth Box von Papa Roach. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Crooked Teeth von Papa Roach, das Ganze aus dem Jahr 2017. So sieht das aus. Wir haben hier eine recht kleine Box. Hier auf der Vorderseite haben wir so einen kleinen, ja, ich würde mal sagen, einen Jungen. Sieht man nach einem Burschen aus, also nach einem männlichen Kind. Papa Roach lesen wir hier quer über die Augen und der Albumtitel Crooked Teeth. Das heißt so viel wie kaputte Zähne, schiefe Zähne und genau das ist hier auch der Fall. Also die schauen echt ziemlich ungut aus. Hier unten rechts haben wir noch das Logo der Band, hier diese Kakerlake. So sieht das Ganze dann von rechts aus. Von links, unten und oben. Also überall lesen wir den Albumtitel und die Band. Und dann haben wir hier noch die Tracklist. Also, wenn ich richtig zähle, haben wir hier 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Tracks. Und wir haben hier zwei Features mit dabei. Und zwar einmal von Skylar Grey und einmal von Machine Gun Kelly. Hier unten gibt es noch die Credits und einen Barcode. Gut, dann werden wir das Ganze mal hier aufschneiden. So, und was mir vorhin, um ehrlich zu sein, gar nicht so aufgefallen ist, ist, dass wir hier dann auch nochmal Crooked Teeth lesen. Hier so ein dunkelgrau auf schwarz, nochmal hier über die gesamte Seite, hier ebenfalls. So, dann schauen wir mal hinein. So, was haben wir hier? Also, einmal das Album, dann ein Schlüsselband mit so einer Karte, mit so einem Ausweis dabei. Das sieht irgendwie nach Fahne aus. Und dann haben wir hier noch ein Armband. Von innen die Box, glatt weiß. Ist vom Material her ziemlich dünn. Also ist so echt so eine ganz, ganz dünne Papier-Pappbox. Ihr kennt das, die haben immer sehr schnell Knicke und irgendwie Beschädigungen. Ja, ich bin kein großer Fan von diesen Boxen. Da gibt es weitaus besseres Material. So, als erstes holen wir mal die Sachen aus der Folie. Und bevor wir das Album aus der Folie holen, haben wir dann hier noch einen Aufkleber. Limited Edition Deluxe featuring Help. Okay, alles klar. Also ich gehe mal stark davon aus, dass es das Album auch regulär gibt. Also das Album in CD-Form regulär und dass es dort dann auch den Unterschied gibt zwischen dieser Limited Edition und der normalen. So, wir haben hier ein Digipack. Es ist das 9. Album von Papa Roach. Auch hier haben wir wieder diesen jungen Herrn hier abgebildet mit den durchaus ansehnlichen Zähnen. Auch hier lesen wir wieder Papa Roach auf der Seite. Auf der Rückseite dann hier wieder die Tracklist, also genauso wie wir es vom Boxdesign schon kennen. Dann schauen wir mal hinein. Passend zum Albumtitel haben wir dann hier diverse Zähne, die hier herumfliegen. Und wenn wir das dann aufklappen, haben wir hier in der linken Stecktasche ein Booklet. Und dann haben wir hier zwei CDs. Wir starten wie immer mit dem Booklet, das relativ dünn sein dürfte. Auch hier wieder der Junge in Schwarz und Grau. Okay, also ein sehr textlastiges Booklet. Wir haben hier die Tracks Wort für Wort erfasst. Sehr schön. Alles abgetippt, jeder einzelne Text. Und dann hier natürlich auch noch die Infos zu den einzelnen Nummern. Also wer hat hier geschrieben, wer hat produziert. Layout, Executive Producer. Alles was man braucht, haben wir dann hier
erfasst. Ja, also von der Grafik von den Fotos hier sehr, sehr spärlich das Booklet. Dafür eben umso mehr Text, umso mehr Lyrics. Was mich jetzt nur etwas wundert, ist, dass wir hier zwei CDs vorfinden. Also wir haben hier einmal Disc 1, auch hier wieder natürlich mit der Kakerlake, mit dieser Schabe. Hier dann die Tracklist im Hintergrund, so sieht das aus. Und dann haben wir CD Nummer 2, die sind auch hier beschriftet, ich hoffe man kann das sehen. Hier ist ein Einser zu sehen und hier dann ein ja, Zweier, der fast aussieht wie ein Z. Disc 2. So, jetzt würde mich nur interessieren. Okay, also es dürfte sich hier um ein Live-Album handeln, denn hier lesen wir All Tracks Recorded Live at Fillmore Detroit. Also die dürften wohl bei einem Konzert aufgenommen worden sein und das sind eben ältere Tracks, nicht von diesem Album, sondern von einem vorhergehenden Album, Disc 2. Das ist hier nochmal mit drauf, einige Tracks. Dann packen wir das Booklet mal zur Seite, genauso wie das Album. Dann gibt es ein Armband. Das ist ja auch recht selten in Boxen, also früher war das deutlich häufiger zu finden. Mittlerweile macht das kaum noch wer. Und dieses ist ganz schlicht designt, einmal hier mit Papa Roach, also dem Bandnamen, und dann einmal hier mit dem Albumtitel Crooked Teeth. Ja, das Ganze hier in Weiß und Schwarz und das Ganze ist auch hier auch nicht nur aufgedruckt, sondern auch wirklich so geprägt. Also man spürt das richtig, wie das hier so reingeht. Innenseite ist komplett in Schwarz. Ja, und das Ganze ist auch ziemlich dick. Also diese regulären Armbänder sind dann doch ungefähr so die Hälfte aus diesem Silikon. Aber das ist dann doch deutlich stärker. So, dann haben wir hier ein Schlüsselband. Dieses natürlich auch wieder hier mit Crooked Teeth und Papa Roach beschriftet. Und so sieht dann der Anhänger aus. Also beidseitig hier mit diesem wunderbaren Cover bedruckt. Das Ganze hat dann hier einen Karabiner, um das anzuhängen. Hier haben wir dann auch noch so eine Plastikschließe, um das Ganze zu machen, zuzumachen. Ja, also ein ganz schlichtes Schlüsselband. Innenseite auch hier wieder in Schwarz. Das ist nicht beidseitig. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann hier eine Fahne und ich befürchte, dass wir auch hier, ja, wie soll das anders sein? Auch hier wieder dieses wunderbare Gesicht, diese wunderbare Fresse hier vor uns haben. Also hier nochmal im Großformat, das Cover quadratisch. Hier lesen wir auch wieder Papa Roach quer über die Augen. Dann haben wir hier diesen unfassbar schönen Mund in Großaufnahme. Also es ist hier, man sieht es, größer als meine Hand. Und ja, das Ganze ist wie gesagt quadratisch, hat an den Enden jetzt keine Ösen, keine Öffnung. Also ist jetzt nicht so mit Seilen oder Schnüren aufzuhängen, ist wirklich eine ganz schlichte Fahne. Und ich finde jetzt auch ehrlich gesagt keine Zettel, wo wir irgendwie darüber informiert werden, wo das Ganze hergestellt wurde oder was für ein Material das ist. Naja, egal. Ich gehe mal davon aus, dass es sich hierbei um Polyester handelt. Wir packen diese Fahne mal wieder zusammen, wenn es uns gelingt. Also, Fahnen an sich, alles schön und gut, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin kein großer Fan dieses Covers und dementsprechend dann auch kein Fan, diese Fahne mit diesem Aufdruck hier groß bei mir aufzuhängen. Das ist mir dann doch irgendwie etwas zu, ja, merkwürdig, zu komisch. Da schaue ich mir andere Sachen deutlich lieber an, als diese schiefen Zähne dieses Bengels hier. Ja, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Fahne quadratisch, dann dieses Schlüsselband in Schwarz und Weiß, inklusive dieses Anhängers hier, dieser Karte. Das Armband in Schwarz und Weiß. So wie natürlich das Album im Digipack mit Bonus Live-Album. Ja, auf dem Album an sich haben wir insgesamt, wie viele waren es? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 Tracks mit drauf. Inklusive zwei Features. Jawohl.
Das alles in dieser wunderbaren Box. Crooked Teeth von Papa Roach. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Papa Roach unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf.